Guten Abend, die Herrschaften. Willkommen zurück bei From Dust. Vielleicht werde ich das. Also. Ich kann mal wieder nicht Deutsch. Ich werde es vielleicht so schneiden, dass jetzt die Unterbrechung Ende von Part ist. Vielleicht auch nicht. Ich mache es auf jeden Fall. Ich kann jetzt für nichts mehr garantieren. Ich sage jetzt einfach nicht mehr so. Ich bleibe bis das ganze LP jetzt stumm. Nein, natürlich nicht. Achso. Nee. Ach, da ist die Öffnung. Wusste ich. Ah, Kariba. So. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das so schneide, dass die Unterbrechung Bartende ist oder nicht. Und ich habe jetzt einfach nur guten Abend die Herrschaften gesagt, um nicht mal so oder hallo Leute zu sagen. Das ist einfach, weil es mein Standard-Intro oder meine Standard-Intro-Floskel ist. Jeder, der sagt, ist ein Nachmacher. Wo sind wir denn jetzt? Zornige Erde. Ah, kenne ich. Ja. Disiao duniani da geduado abahagi akupasu. Tano samanu mereka di masini masini. Adaka untuk kepada abahwa tidakada kulikodari. Ach, fuck. Jetzt hab ich... Ah, scheiße. Hab was vergessen. Bei der alten Map. Und zwar so eine Stammeserinnerung. Die habe ich vergessen. Nein. Kann nicht wahr sein. Ich weiß nicht, ob das praktischer ist, aber ich mach's einfach mal. Und zwar das ganze Zeug hier hinlenken. Außerdem möchte ich auch gerne mal das ganze Zeug hier hinlenken. Ja, da kann es meinetwegen explodieren. Soll es meinetwegen auch tun, das soll mich nicht stören. Ausgezeichnet. Am besten jetzt noch eins. Für die absolute Sicherheit. Damit fließt es auch hier runter zum Map-Grenzer. Damit bin ich davor auch erstmal sicher. Ist natürlich ganz schön heftig hier, so eine riesen Lava. Das wird schon schwer, hier das Ganze zu erklimmen. Also ich möchte aber eins hier nämlich noch offen lassen. So dass zumindest hier, da kann man ja wegen richtig schön fette Mauer sein. Aber ich möchte hier noch eine Öffnung lassen. Dass ich hier irgendwann das mal, sag ich mal, ändern kann oder so. Aber vorerst möchte ich das erstmal nicht lassen. Also, das ist praktisch dann noch so eine kleine Öffnung ist, dass man danach zu dem anderen Boot dann da hingehen kann. Ich weiß nicht, haben wir hier irgendwo dieses Lava-Dingsbums? Ja. Ja. Das? Nicht gut. Hier, entlad dich. So. Hier, lad dich auf. Aber die Bäumchen müssen wir ja wegmachen. Denn die zerhauen mir alles. Und hier können wir auch gleich einen runtersenken. Haben wir gleich 8 Leute hier auf Anhieb weg. Oder 9. Je nachdem, wie viel hier gerade rumpilgern. Ich glaube, ich entleere das mal. Kann ich das einfach so entleeren? Ich glaube ja nicht. Ich glaube, damit mache ich mir eher mehr kaputt. Ja, ich mache eher mehr kaputt. Merke ich gerade so. Ich werde vielleicht mal versuchen, diese Bäumchen erstmal wieder einzupflanzen. Und dann möchte ich aber gerne mal versuchen, das Wasser hier umzulenken. Zumindest so ein bisschen. Dazu brauche ich natürlich viele Knallbäume. Ich möchte, wenn möglich, eine Kettenreaktion machen. Erst recht ist es natürlich wichtig, dass an dem Berg viele nebeneinander stehen. Damit ich auch das Ganze mal hier so
Oh, da ist einer weggespielt worden. Ja, nee, das ist jetzt nicht so praktisch. Ach du Kacke. Ich glaube eher weniger, dass das praktisch ist. Ach, jetzt kriege ich das hier auch noch raus. Das kann ich ja nicht gebrauchen. Ich würde gerne, dass das Ganze mal, das ganze Wasser überall nur hier fließt. So. Der kann meinetwegen fein ausbrechen. Der eher nicht so. Aber ich glaube, da kann ich jetzt gerade nichts oder weniger dagegen was unternehmen. Ich muss erst mal versuchen, das hier alles mal in den Griff zu bekommen. So schön. Und hier nochmal ein. So. Okay, ja, sieht schon mal nicht so schlecht aus. Wo sind die anderen hin? Wachsen die schon wieder? Tatsache. Oh, da sind schon wieder 5. Wachse. Diese Chance muss ich nutzen. Die Zeit. Ja, jetzt kommt gleich wieder neues Wasser. Bam. Jetzt machen wir das hier zu. Das machen wir meinetwegen auch gleich hier zu. Auslaufen. Das nehmen wir auch gleich mal. Und gleich ein bisschen mehr raus. So ist fein. Wasser gefrieren, ja, ja. Kein Problem. Das machen wir auch. Zu viel Wasser? Ich glaub's auch. Immer noch zu viel Wasser. Das bisschen hier. Was ist denn hier groß Wasser, bitte? Junge. Das finde ich jetzt nicht so schön. Geht doch. Achso, der will da hin, ne? Warte, ich helfe dir mal. So, noch gibt es da nämlich nicht viel von. Oder also, noch nützt die Blockade da nichts. Die Umlenkung. Aber nicht viel, hab ich ja gesagt. Aber das können wir ändern. Kein Brennen. Ich muss ein bisschen lauter reden. Was können wir denn, wo können wir denn noch hier platzieren? Oh. So, ich würde jetzt zu gerne mal. Fließt denn hier tatsächlich. Ernsthaft? Hier fließt tatsächlich immer noch so viel durch. Mag, kann ich ja kaum glauben. Jetzt kämpft euch durch. Seid ihr tot? Ich glaube, tot sein gehört jetzt nicht unbedingt zu den großen Hobbys der meisten Menschen. Ne? Kann man ja, glaube ich, auch verstehen. So, hier noch ein bisschen. Ja, jetzt ist es natürlich alle, ne? Jetzt kommt er nicht mehr hin. Erst nicht beeilen, dann rumheulen. Los. Rennen. Uff, war das knapp.
Das war so richtig knapp. Der Knallbaum sitzt da ungünstig. Ich meine, ja, die haben ja einen Feuerschutz, aber ich muss es ja nicht unbedingt ausprobieren, wie gut der wirkt, oder? Ja, ist okay. Ist schon irgendwie ein bisschen Ironie, dass Wassergefrieren hier gerade ertrinkt. Alles was schlingt, hat man das nicht schon mal? Hallo? Es ist schon wieder hier zu viel Wasser. So. Jetzt aber. Ach ja. So, jetzt. Ja. Los. Zücke ich mal. Ja, ist okay. Mach doch noch mehr Scheiße hier. Wir müssen das mal hier ein bisschen umdrehen. Sonst ist das nicht so schön. Und deswegen ist auch ein Grund, ich habe schon wieder einen Gedankensprung, warum ich das Mikrofon hier so innen platziere, also vor meinem Mund eher näher dran. Denn ich möchte auch besser gehört werden. Alter Schwede. Alles verschlingen. So, machen wir erstmal das hier. Das Dorf wird das schon überleben. Dann verteilen wir hier ein bisschen. So. Schön. Nicht rum. Wunderschön, jetzt geht es nämlich ganz schnell. Die haben damit das praktisch einberechnet, dass nur ziemlich Erde vorhanden ist. Ziemlich wenig Erde. Ziemlich Erde, ich glaube so. Okay, das ist jetzt soweit sicher. Das ist jetzt. Okay, das ist alles sicher. Fast alles, besser gesagt. Haben wir das jetzt auch mal? Achso. Das steht hier die ganze Zeit schon rum. Ja, komm. Hallo. Danke. Der ist schon alt geworden. Jo. Stamm. Schön. Das hauen wir auch mal in die Luft. Und komm. Kannst du hier wachsen? Ich glaube nicht. Und hier machen wir dann mal eine schöne Straße. Ja, ihr kommt ja nicht. Ja, ja. Das können wir wegnehmen. Das stört ja. Hier so ein bisschen. Mal auch wegnehmen. Ist doch alles drin. So. Jetzt aber. Und davor lesen wir aber noch was vor. Vegetation. Was hat man denn jetzt hier? Das zweite. Der Knallbaum. Vor langer Zeit wurde ein Baum von den Flammen bedroht. Er wollte seinen Samen noch hinausschleudern, aber der Samen klemmte fest. Er spannte sich immer weiter an, blähte sich stetig auf und explodierte dann in einer gewaltigen Detonation. Der Knallbaum wächst an Land. In der Nähe von Feuer explodiert er, bildet einen mächtigen Krater und setzt seinen Samen frei, der sofort zu einem neuen Baum heranwächst, wenn er nicht gerade von Lava oder Wasser umgeben ist. Er fürchtet den Baum des Feuers. Selbst Felsgestein und Krater können seine Explosion nicht standhalten. Früher spielten die Stammesmitglieder mit entblößtem Haupt, doch der Ton, der ihren Instrumenten entsprang, klang stets anders. Das Komma ist falsch gesetzt. Doch der Ton, der ihren Instrumenten entsprang, klang
kein Komma, stets anders und schwächte die darin enthaltene Kraft. Ein Schamane entwarf weiße Masken und plötzlich wirkte die Musik. Denn wer mit Maske spielt, ist nicht ein nicht Mann, nicht Weib, nicht Greis, sondern der Odin des gesamten Stammes. Okay. Die Maske ist der Mittler zwischen ihrem Träger und dem gespielten Instrument. Jedes Kind erhält während des Initiationsritus eine Maske und legt sie mit dem erst mit dem Tode ab. Sie können die Stammesleute jederzeit aufspielen. Aufspielen? So können sie die Stammesleute jederzeit aufspielen. Masken sind die einzigen gefertigten Gegenstände, die sie auf ihrer Reise mitnehmen. Okay. Zornige Erde. Die Alten erklommen eine in ewigen Dunst getauchte Hochebene, von der ein wildes Getöse ausging. Die Quellen und Vulkane waren einen so engen Bund eingegangen, dass an ihrer Seite kein Leben möglich war. Die Alten, welche ihre Musik beherrschten, beschlossen, sie zu trennen. Zunächst mit Erfolg, doch dann schwollen Feuer und Wasser mit unbeherrschbar an und das Hochplateau wurde erneut unbewohnbar. Im wütenden Kampf zwischen Feuer und Wasser trug der Baum des Wassers den Sieg über die Knallbäume davon. Der Samen der Knallbäume liegt im Boden verborgen, bereit, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ganz ehrlich, den Baum des Wassers habe ich hier überhaupt nicht gebraucht. Hui, ach, ich kann mit Q und E. Schön, dass ich das auch mittlerweile schon mal weiß. Mit Q und E können wir da hier wechseln. Und die Masken sind hier diese komischen Taco-Hüter. Wo Frau Dreieck und die Männer Vierecke. Taco-Hüten. Die Hüte haben. So. Was ist denn da los? Ein schwarzes Terror. Schau mal her. Kicke mal an.